Na, Joko, na, hier war was los, ne? Erzähl doch ruhig noch mal, was hier eigentlich los war. Was hast du hier eigentlich gemacht? Ach, das ist schon seit längerem so. Ich bin ja ein totaler Genussmensch. Und es gibt eine Sache, die ich mir halt immer gönne jeden Tag. Und das ist Schokoriegel. Halt, ich habe irgendwann angefangen, das halt in den Tiefkühlschrank oben reinzulegen. Ja, ja. Aber irgendein Arschloch aus dieser Firma frisst mir das weg. Was hast du dann gemacht? Wen hast du dann hierher bestellt? CSI, André. Klar. Was? Das hier ist André. André ist CSI-Experte. Das heißt, du gibst Kurse für Krimi-Fans, kann man ja das so sagen? Ja, richtig, genau. Wir bieten bundesweit CSI-Erlebnisse an. Wir versuchen unter Realbedingungen fiktive Mordfälle aufzuklären. Aber in dem Fall war es ja kein fiktiver Kriminalfall, es war ein realer. Also ein knallharter Investigator. Ja. Was müssen wir machen, wenn wir jetzt hier am Tatort sind? Also als erstes Sicherheit herstellen. Ja, das heißt, wir haben hier so gelbes Absperrband. Damit muss man auf jeden Fall den Tatort schützen. Aber André, CSI André, kommt ja auch nicht umsonst. Und ja, dieses ganze Material, was da mitkommt, das kostet Geld. Dafür dieses Geld hättest du ja 200 Schokoriegel kaufen können. Darum geht's mir aber gar nicht. Das ist doch wirklich, ich will einen Missstand in dieser Firma aufzeigen. Also bleib bitte draußen. Ja, ja, logisch. Nicht reingehen. Ich würde dir helfen, wenn die Leute dir Schokoriegel dann, darum würde ich auch mitermitteln. Soll ich helfen? Willst du wirklich helfen? Ja. Also ja, gibt's was für mich? Ja. Also wir hätten die nächste Möglichkeit wäre jetzt, dass ihr erstmal die weißen Schutzanzüge anzieht. Ja, logisch. Ne? Dass wir hier auch schön neutral am Tatort arbeiten. Ihr müsst jetzt Beweise suchen und anfangen zu fotografieren. Ich hab das gekriegt. Ja, genau. Klaas, du markierst die gefundenen Beweisstücke. Ja? Am besten machst du hier die lineare. Genau. Entschuldigung. Mach nichts, alles gut. Also, lineare Durchsuchung, ja, denke ich, ist klar. Einmal diese Richtung gehen. Kannst aber auch hier die spirale Durchsuchung nehmen, weil hier viele im Kreis laufen. Genau, und von außen in den Mittelpunkt. Ja, zum Kühlschrank. Erklärst du mir jetzt gerade, dass man sowohl geradeaus als auch in Kreisen laufen kann? Es gibt verschiedene Methoden. Aber es ist auch gut zu wissen. Genau. Hast du da gedacht, jetzt zieht sich die Schlinge zu? Nein, habe ich nicht gedacht, aber ich habe gedacht, jetzt ist er halt da, ja, jetzt machen wir halt das Beste draus. Schauen wir doch mal rein. Wo legst du es genau hin? Hier oben hin. Ins Eisfach? Ins Eisfach. Okay, da liegt keins, ja? Da liegt also markieren wir das vielleicht mit der Nummer 1 mal, ja, dass wir dann später... Warte, ich muss ein Foto machen. Ist irgendwas ungewöhnlich hier am Kühlschrank noch? Es ist eigentlich nur Alkohol drin. Nur Alkohol. Ist das normal oder ungewöhnlich? Das ist sehr normal eigentlich. Sehr normal. Also es sind viele volle Flaschen, sehr ungewöhnlich. Das ist ungewöhnlich. Wer hat alles Zugriff auf diesen Kühlschrank? Jeder. Ja, jeder. Oh, jeder. Das wird schwer, ja. Genau, ist ja der Alkoholkühlschrank. Guck nochmal hier rüber. Setz dich mal so daneben. Sehr gut. Sehr gut. Nochmal eins mit Lächeln. Ist doch egal, Mann, wir arbeiten hier. Ja, aber es ist trotzdem sympathischer. Wäre es übertrieben, wenn ich jetzt drüber nachdenken würde, hier Fingerabdrücke noch zu nehmen? Nein, absolut nicht. Ich habe meine Kollegin mitgebracht, die Anna, die kann mit dir zusammen den Kühlschrank mal bitte untersuchen. Das ist wie bei CSI hier. Ja. Dann haben wir noch irgendwie so anderen Testkrams? Ich habe noch was dabei, so Teststäbchen und ein Analysegerät. So. Einfach hier unten rein, genau. Und jetzt haben wir sogar hier schon eine Auswertung. Schauen wir mal nach. Da müssen wir jetzt in die Datenbank gucken, aber ich weiß genau, was KX122 bedeutet. Ja? Das heißt, wir haben Urin gefunden. What? Ja. Urin? Das ist Urin. Eindeutig. Im Kühlschrank? Im Kühlschrank. Bei uns im Kühlschrank ist Urin? Ist Urin, ja. Muss da jetzt einer richtig reingestrüllt haben? Oder ja, reicht das, wenn einer seinen Penis praktisch in das Fach reingelegt hat? Es ist sehr warm. Das heißt also, es ist nicht sehr lange her. Das heißt, zum Umkehrschluss müssten wir jetzt losziehen und bei allen mal ans Glied fassen. Nee, Umkehrschluss müssen wir immer zuhören mit der Antwort. Nein, aber einfach, nee, ich habe schon die Lösung. Wir gehen einfach jetzt zu allen männlichen Mitarbeitern, fassen mal ans Glied und wenn das kalt ist, dann... das ist keine gute Lösung. Das hat jemand in unseren Kühlschrank gepisst, das wissen wir jetzt auch. Aber wir kommen ja so dem Täter nicht nahe und vielleicht gibt es ja noch eine andere Möglichkeit, oder? Wir haben das in der Besenkammer besprochen, damit das jetzt auch keiner mitkriegt. War ein genialer Einfall von dir, muss ich sagen. Auf die Art und Weise sind wir ja dann dem Täter ein ganzes Stück auch näher gekommen. Ich habe hier noch mal ein baugleiches Schokoriegel. Okay. Und ich wäre jetzt dafür, das Ganze mit so einem Zauberstift anzumalen, den man nur unter Zauberlicht sehen kann. Wollen wir nicht raus? Fick dich, habe ich geschrieben. Boah, cool. Wir haben das Schokoriegel ausgelegt.
Wir haben dann getan, als würden wir in einem anderen Raum Pizza essen. Haben so Schmatzgeräusche gemacht eine Stunde, dass die Leute dachten, wir machen Pause. Und in dieser Zeit hat sich der Täter wohl in Sicherheit gewähnt und ist tatsächlich in unserer Abwesenheit an den Kühlschrank beigegangen. Das war der anstrengendste Teil des ganzen Tages. Schauen wir mal den Kühlschrank an, ob wir was Verdächtiges hier gefunden haben. Nee! Ha! Ist weg. Und dann ist Joko mit der Zauberlampe gekommen und hat jeden Mülleimer ausgeleuchtet. Auch nix? Auch nix. Und siehe da, Bingo. Ha! Fabi, ich glaube, du musst mal mitkommen. Du hast Schokoriegel geklaut. Das stimmt gar nicht. Ich esse keinen Zucker. Was ist denn das jetzt für eine Ausrede? Ich esse keinen Zucker. Fabi, hätte ich nicht gedacht. Also ich würde euch jetzt ein paar Verhörmethoden erklären. Erstmal ruhig bleiben, ne, beobachten, wie sie die Körpersprache. Wir sind zu zweit, ne? Wir machen vielleicht was Überraschendes. Wir machen Bad Cop, Bad Cop. Oh. Was ist mit deiner Zuckerabstinenz gerade? Ich esse überhaupt keinen Zucker. Das ist eine Lüge. Und wenn jemand wochenlang keinen Zucker isst, was glaubst du, worauf der am allermeisten Lust hat? Und was glaubst du, was er sich vielleicht nicht selber gekauft hat, weil er die Tat auch gar nicht geplant hat, weil er sich ja vorgenommen hat, keinen Zucker zu essen? Und dann steht er auf und dann sieht er, da liegt was, ja, und dann ist die Gelegenheit da und dann nimmt er sich das. Ist das vielleicht noch passiert oder was? Hast du das gelogen oder nicht? Nein. Was ist daran so witzig? Was lachst du? Wo warst du denn eigentlich die letzte Stunde? Seit einem halben Jahr! Jeden Mittag! Und fandet ihr, dass ihr Fabi ein bisschen zu hart angenommen habt? Nee. Nee. Fabi, pass auf. Das Ding ist noch nicht zu Ende. Wir sprechen uns noch. Wir haben ihn tatsächlich eine Zeit lang in Untersuchungshaft genommen. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, ne, aber... Das ist ein verdammt schwerer Fall. Ja. Er schwimmt, aber er ist eine harte Nuss. Ich habe auch keinen Bock mehr, jetzt hier rumzufackeln. Wir müssen härtere Sachen aufziehen. André? Hat nämlich noch so Kumpels, seriöse Leute aus dem Lügendetektorbereich. Und die hat er dann noch schnell angerufen. Und die kamen dann. Was hast du denn? Seriöse Leute aus dem Lügendetektorbereich. Ja, was soll ich denn jetzt sonst sagen? Die hatten einen Lügendetektor dabei und die waren meiner Einschätzung nach seriöse Leute. Ja. So, das ist jetzt ein richtiger Lügendetektor, oder? Richtig, ja, das ist ein Polygraph. Es sind mehrere Messinstrumente. Wir haben hier Temperatur, Hautwiderstand, Atmung. Man kann dann wirklich jemanden überführen. Gut, können wir das mal ausprobieren, dass man das mal sieht, dass du das vielleicht direkt mal nimmst, dass wir wissen, ob das funktioniert, bevor wir richtige Verdächtige nehmen? Absolut. Okay. Ja, okay. Okay, und das heißt, also, wir würden es so machen. Ich stelle eine Frage und du sagst dann... Immer wenn man lügt, muss man kurz an die Wahrheit denken. Und in dem Fall können wir das dann so verstehen. Okay, gut, alles klar, dann probieren wir es mal. So, heißt du Joko? Nein. Ist in dem Fall die Wahrheit. Stimmt, du heißt ja Joachim. Richtig. Magst du mich? Ja. Das ist gelogen. Ja, es ist deutlich am... Man sieht da tatsächlich. Mhm. Hör mal auf zu lachen, jetzt machen wir es mal ordentlich. Was denn, ganz ehrlich, kannst du mal bitte aus meinem Beitrag verschwinden? Ich will meinen Scheiß Schokoriegel zu haben. Hier geht es nicht um uns beide. Tut mir leid. So, bist du neidisch auf meinen Style? Ja. Entspricht der Wahrheit. So. Worum geht's hier? Das Ding funktioniert. Ich mach den ganzen Tisch kaputt mit meinem Schweiß. Okay, also wir haben festgestellt, das Ding funktioniert so, ne? Und da war Fabi, muss man sagen, echt angespannt. Da haben wir richtig festgenagelt. So, ist Fabi. Und haben ihn dann angeschlossen an den Polygraphen. Hast du schon mal einen Verwandten in einem unserer Büros übernachten lassen? Nee. Das ist, die Antwort war gelogen. Ja, hat schon mal einer von deiner Familie geschlafen? Das ist super gefährlich für uns als Arbeitgeber, weißt du das? Hast du Schokoriegel geklaut? Nein, heute nicht. Das entspricht der Wahrheit. Na gut. Fuck.
Fabi ist unschuldig. Fabi hat das Schokoriegel nicht genommen und Fabi hat das Schokoriegel auch nicht gegessen. Aber er lässt Verwandte im Büro schlafen. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich, dass du Schokoriegel nicht geklaut hast, aber ich bin enttäuscht von dir als Mitarbeiter. Kannst du abmachen. Ey, wir haben eine Menge Sachen aufgedeckt, Dinge, die wir von unseren Mitarbeitern so nicht gedacht hätten. Bist du jeden Tag dieser Woche nüchtern zur Arbeit gekommen? Ja. Das ist, entspricht nicht der Wahrheit. Katha zum Beispiel, ich meine, die kommt hier morgens schon besoffen ins Büro und das war mir nicht klar. Es ist Dienstag, ja, also gestern war Montag. Das kann ja dann nur gestern oder heute gewesen sein. Bist du jetzt gerade betrunken? Nein, ich bin nicht betrunken. Okay, bist du dir da ganz sicher? Ja. Okay, bei mir wird eine Lüge ausgewiesen. Also. Ja. Mir war nicht klar, dass Katha ein Alkoholproblem hat. Und dass Jakob Frauen in seiner Freizeit hier irgendwie vermöbelt, das war mir auch nicht klar. Wir haben niemanden die Mann, Lisa. Ich krieg mein Bein gar nicht so hoch. Das ist wirklich absurd. Das ist nicht absurd. Und jetzt am Ende des Tages, was würdest du sagen? Hat das alles was gebracht, deine ganzen Bemühungen? Ich muss weiterhin mit einem Dieb unter diesem Dach leben und zusammenarbeiten und ich habe keine Ahnung, wann Riegel frisst. Ja. So, dann sind wir durch, ne? Mal nach Hause. Was gibt's noch zu sagen? Ich habe das aufgefressen. Das Schokoriegel. Also die letzten Tage, die letzten Wochen, heute auch übrigens. Das ist nicht dein Scheiß. Und so. Ne? Gut. Servus. Klaas?